Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Wir haben zwei verschiedene Sägen dabei, die 550 und die 462. Soll heute ein bisschen mehr auf Masse gehen und ja, eine kleine andere Variation. Mal gucken, wie sinnvoll das ist. Zudem habe ich noch was anderes dabei. Ihr seht es hier, der Spalter ist auf dem Anhänger. Und ich schalte euch mal eben auf die andere Kamera. So, etwas rauszoomen, dann seht ihr es besser, habt ihr mehr Überblick. Zur Auffahrt nutze ich einfach zwei Bierbänke. Da der vorne keine Räder hat, habe ich so ein Transportbrett drunter geschnallt. Und dann läuft das Ganze über die Seilwinde, die hier per Kabel an der Autobatterie angeschlossen ist. Ja, und damit kann ich den ziemlich bequem auf- und ablassen. Vorher hatte ich hier vorne ja die Kurbel. Das hatte halt den charmanten Nachteil, dass ich hinten den Spalter nicht kontrollieren konnte. Und jetzt kann ich halt mit der Fernbedienung mich hier hinten hinstellen und ein bisschen lenken, sodass die Reifen vernünftig auf den Rampen laufen. Das Problem ist halt hier, dass die Hinterachse wesentlich breiter ist als die Vorderachse. Ich packe euch jetzt mal aufs Stativ und dann könnt ihr mir in gewohnter Manier ein bisschen zugucken. Spalter ist abgeladen. Jetzt ziehe ich den Spalter ein Stück in den Wald und gucke, dass ich den Anhänger so nah wie möglich an das Holz rankriege, dass ich so kurze Laufwege wie möglich habe. Mal schauen, wo jetzt der beste Platz ist. Ich denke fast, ich werde von hier aus arbeiten. Noch weiter rein, noch weiter hinten durch. Bringt mir nicht wirklich einen Vorteil. Und ich muss ja nachher auch den Hänger wieder rausziehen mit dem Auto. Wobei ich könnte natürlich nachher auch mal probieren, den Anhänger mit der Seilwinde ein Stück rauszuziehen. Wobei ich nicht weiß, ob meine Konstruktion stabil genug ist. Das überlege ich mir, wenn es soweit ist. Was ganz gut an dem Spalter ist, dass er nicht so mordschwer ist, also er ist unter 200 Kilo, während die ganzen größeren ja 300 und wiegen. Die kriegt man, denke ich mal, nicht so leicht noch bewegt. Den hier kann ich wahrscheinlich sogar so versetzen. Ja. Dann können die Klötze direkt auf den Anhänger geschoben werden. Dann verteile ich sie da ein bisschen. Das ist der Polter oder Polder. Ich weiß gar nicht, wie es genau heißt. Jetzt überlege ich mir einen möglichst ökonomischen Ablauf. Ich habe ja auch noch den Sägebock dabei, wo ich mehrere Stücke reinlegen kann. Bietet sich insbesondere hier für diese dünneren Geschichten an. Die dicken Stämme werde ich dann auf dem Boden bzw. hier an Ort und Stelle sägen oder mir rüber zerren und dann dort sägen. Vielleicht lege ich mir da auch einfach zwei Stöcke hin als Unterlage, dass ich weniger Gefahr laufe, in den Dreck zu sägen. Naja, das überlege ich mir jetzt mal, baue gerade auf und dann seid ihr gleich wieder mit dabei, wenn es weitergeht.
Der Platz ist jetzt erstmal soweit vorbereitet. Das Holz, hier der Sägebock, dann Spalter und Anhänger. Sind ein paar einzelne Klötze schon auf 30er zurechtgeschnitten. Die kann man natürlich direkt jetzt zum Anhänger packen. Vorteil ist, solange der Anhänger noch nicht voll ist, kann man ihn auch als Ablage nutzen. So, das erste Holz ist präpariert im Sägebock. Da liegen zwei Stämme. Da vorne liegt schon ein bisschen Holz für den Spalter. Das heißt, ich denke, ich werde dann jetzt als erstes mal das Kleinsägen und anschließend wegspalten. Dann schweißen wir mal die 462 an. M-Tronic, das heißt, nur drei Positionen, Start, Betrieb und aus, springt danach sofort wieder auf an. Da sie jetzt kalt ist, gehen wir auf Start. Dekompression gönnen wir uns heute mal. Bremse rein und dann mal gucken, ob sie was sagt. Du sagst, sie gut angesprungen. Den Sound von der Säge. Hört sich mehr an die Moped als die Säge. Ich lasse sie kurz warm zuckern und dann geht's los. Einfach nur geil. So viel Kraft und die Beschleunigung und die packt so zu. Das macht einfach nur Bock, damit zu arbeiten. Die dünneren Äste schmeiße ich natürlich so auf den Hänger, die können so in den Ofen. Alles, was ein bisschen dicker ist, ich sag mal, alles, was dicker als so Unterarm ist, wird einmal gespalten. Das bereite ich jetzt mal alles vor, sprich, ich räume mir das dahin, dass der Spalter jetzt nicht Ewigkeiten laufen muss und nicht dauernd hin und her renne, sondern ich stelle mir direkt alles
oder drapiere mir alles ordentlich dahin, dass ich dann vernünftig durcharbeiten kann. Es ist angerichtet, schön das Holz. Jetzt muss nur noch der Spalter anspringen, das wäre ganz gut. Die erste Runde. Jetzt mache ich noch die Stöckchen. Mal gucken, was davon gespalten werden muss, was direkt drauf kann. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Also ich muss sagen, bezüglich des Spalters ist schon eine Erleichterung. Ne? Also klar, so dünnere Durchmesser kann man auch gut mit der Axt klein machen. Aber ich merke hauptsächlich, ich habe jetzt wieder viel mit der Axt gearbeitet und mit dem Spalthammer. Ich merke es hauptsächlich so, im Ellbogengelenk, die Vibrationen und die Erschütterungen, die tun nicht besonders gut. Ne? Ist alles so ein bisschen druckempfindlich, wenn man da so in die Struktur reingeht mit dem Finger. Oder ich denke zumindest, dass es an der Vibration liegt. Vielleicht wäre es auch mal eine Möglichkeit, eine andere Axt zu testen, vielleicht mit einem Fiberglasstiel oder so, wie von Fiskars. Aber mit dem Spalter entfällt das natürlich gänzlich. Ne? Das Einzige, was man macht, ist das Aufheben und das Anfassen des Holzes. Insofern schon eine super Erleichterung und ja, man kann auch viel mehr hintereinander wegarbeiten, ohne zu ermüden. Ich habe vorne schon wieder ein bisschen was aufgestellt auf dem Anhänger zum Spalten und mache jetzt direkt noch eine zweite Rutsche hier fertig. Es ist schon viel angenehmer, wenn man in dem Sägebock sägt, als auf dem Boden. Es wackelt nichts hin und her, man kann einfach durchziehen. Gerade mit der starken Säge ist schon cool, wie die da durchmarschiert. Ne? Das machen wir jetzt nochmal zusammen und dann geht's wieder ans Spalten. Ja.
alles hergeräumt, dann kann es jetzt mit dem Spalten weitergehen. Das ist das Ende dieser Runde. Hat sich schon gut gefüllt, ne? Ich denke mal, eine Rutsche wird noch drauf passen. Und da muss ich erstmal wegfahren. Die machen wir jetzt noch parat. Der Hänger ist, denke ich, jetzt relativ voll. Da passt wirklich nichts mehr drauf. Und jetzt schauen wir mal, wie wir den Anhänger hier rauskriegen. Ich hatte übrigens das Stützrad etwas entlastet zwischendurch. Nicht, dass es mir das nachher übel nimmt. Ja, ich will natürlich mir das Auto nicht verkratzen und hier durch die Büsche fahren. Ich habe jetzt doch das Auto bis rangesetzt. Haltet mir die Daumen, dass es klappt, dass er den hier rauszieht. An der Stelle möchte ich mich schon mal verabschieden. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst mir einen Daumen hoch da und ein Abo. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Also, wie gesagt, Daumen drücken. Hat er gut gemacht? Sehr gut. Jetzt kommt noch das Netz drüber, einpacken und dann ciao.